Ja, ich kann auch gerne kurz auf den Islam eingehen. Passt ja auch thematisch zur kultursensiblen Arbeit. Wir haben ja noch 5 Minuten, haben wir ja noch. Machen wir einen kurzen Exkurs. Falls aber Fragen da sind, einfach in den Zoom-Chat. Die beantworte ich dann später nach diesem kurzen und spannenden Exkurs in die Welt des Islams. Und vielleicht können wir ja dabei auch einige wenige bekannte Fakten erkunden, Missverständnisse aufklären oder die reiche Geschichte und Kultur, die den Islam prägt, kurz verstehen. Aber beginnen wir erstmal mit den Grundlagen des Islams. Der Islam ist eine monotheistische Religion. Die Muslime glauben also an einen einzigen Gott. Und die Religion basiert auf 5 Säulen. Das haben Sie schon mal mit Sicherheit schon mal gehört. Das erste ist das Glaubensbekenntnis, die 5-mal täglichen Gebete, die Zakat-Abgabe, das Fasten im Monat Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka. Aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht auf alle eingehen, aber das sind die Säulen. Und sie bilden das Fundament des muslimischen Glaubens. Und der Koran, also die Offenbarung Gottes, und die Sunna, die Tradition des Propheten Mohammed, sind zentrale Leitfäden für das Leben eines jeden Muslims eigentlich im Alltag. Und das sind auch die Quellen, die die 5 Säulen im Islam eigentlich so in die Praxis umsetzen lassen. Innerhalb des Islams gibt es aber eine beeindruckende Vielfalt von den Sunniten bis zu den Schiiten oder Untergruppen, Sufis und andere Richtungen. Die Vielfalt des Islams ist so reich wie seine Geschichte. Und wenn wir von Geschichte sprechen, der Islam hat eine faszinierende Geschichte. Der Islam beginnt zwar mit dem Propheten Adam, aber wenn wir das heutige Verständnis nehmen, entstand der Islam im 7. Jahrhundert. Der Prophet Mohammed verkündete die Botschaft Gottes, so wie die Propheten vor ihm auch, Jesus, Moses, Abraham, Jonas, Josef, Hiob und viele andere, die ja auch im Alten und Neuen Testament bekannt sind. Und der Prophet Mohammed verkündete diese Botschaft und diese Message breitete sich schnell über weite Teile der Welt aus. Das Islamische Reich erstreckte sich einst, wenn wir in Geschichtsbüchern nachschauen, von Spanien bis nach Indien und beeinflusste dadurch natürlich auch viele, viele verschiedene Kulturen, Sprachen, Traditionen. Und heute sind Muslime in allen Ländern und Kulturen in allen Sprachen der Welt vertreten. Es gibt also nicht nur türkische, kurdische, arabische Muslime, sondern auch deutsche, britische, chinesische, mexikanische oder auch amerikanische Muslime. In der heutigen Welt ist der Islam also eine sehr lebendige, dynamische Religion, die in verschiedenen Kulturen weltweit zu finden ist. Aber natürlich, wie jede Religion, wie jede große Religion auch, sieht sich auch der Islam Herausforderungen und Missverständnissen gegenüber. Obwohl muslimische Gemeinschaften positive Beiträge leisten in Bereichen, die gar nicht so beachtet werden, ne? Also soziales Engagement, Kunst, Architektur, Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die atemberaubende Schönheit einer Moschee bewundert habt in muslimisch geprägten Ländern oder die kunstvollen Kalligrafien auf einem islamischen Kunstwerk gesehen habt oder das unglaubliche ehrenamtliche Engagement 7 Tage, 24 Stunden in den Moscheegemeinden oder wie die islamische Wissenschaft in Andalusien bis heute Europa prägt zum Beispiel. Der Islam besteht also nur zu 1% aus Geboten. Und 99% hat mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, Moral und Ethik und so weiter. Daher ist es eine Religion, die Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit lehrt. Die Muslime glauben, dass alle Menschen gleich vor Gott sind, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht oder ihrer Sprache oder ihrer Hautfarbe. Die islamischen Werte sind geprägt von Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Toleranz. Und daher ist der Islam sehr vielfältig und reich an Geschichte und Kultur. Und wenn man wirklich aufrichtiges Verständnis und Offenheit zeigt, wie jetzt von euch zum Beispiel, da kann man diese Religion oder auch die Muslime, unsere Mitmenschen, viel, viel besser verstehen. Es gäbe dann auch kein Clash of the Civilizations, sondern ein Friendships of the Civilizations, wenn ich das mal so ausdrücken darf.